Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zur zweiten Folge von der FIFA 24 Simulationskarriere mit Dynamo Dresden. Und ja, erstmal hier würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare, wie wir verpflichten sollen, weil wir haben kein gutes Team hier, das sieht gar nicht nice aus. Wo kann man überhaupt sehen, wie Geld man hat? Schreibt das mal auch in die Kommentare hier, wie viel Geld man hat und wie man Spiele simulieren kann. Ich kenne mich nur mit Kalender aus, ich kann nur mit Kalender simulieren. Sonst Spiele simulieren kann ich sonst nicht. Also man geht auf Spieltag, dann kommt das Anstoß, aber Anstoß will ich nicht. Ich will das Spiel simulieren, wie kann man simulieren? Hier steht Vorbericht und Trainingseinheit hier. Wo kann man denn das Spiel simulieren, Freunde? Schreibt es mal gerne in die Kommentare hier. Das wird auf jeden Fall ein kurzes Video, wird nicht so lange dauern, 5 Minuten oder so, glaube ich. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare hier, wie wir verpflichten sollen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus hier. Schauen wir uns mal die Spieler mal an. Teammanagement hier. Kutschke hier, wie alt ist er? 34 schon. Machen wir einen Meister dahin, oder? Der ist jünger, der ist 23. Ja, Hermann. Ja, da, also ZOM brauchen wir jemanden hier. Sieht nicht so nice aus. Zimmerschied, wer ist das denn? Wie alt? 24, 31. Queto 27. Ja, sieht nicht so nice aus hier. Also schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wen wir verpflichten sollen, Freunde. Das ist ganz wichtig. Und wie kann man Spiele simulieren? Ich kann das nur im Kalender hier. Ich kann das nur so. Und gewinnen wir das Ding? Ja, 2-0 gewonnen. Nice, so muss das sein. Hoffentlich steigen wir auf. Hoffentlich. Jetzt Heim gegen Sandhausen. 0-0. Na, nicht so nice. Aber 68 München besiegen wir, oder? Ja, 2-1. Nice, so muss das sein. So muss das sein, Freunde. Das, so will ich sehen. Also schreibt gerne in die Kommentare, mit wem wir noch eine Simulationskarriere machen sollen, Freunde. Oder Mannschafts-Update-Video hier, so wie Leverkusen nach 5 Jahren oder so. Ich hoffe, das ist gut bei euch angekommen, ich weiß es nicht. Oh, gegen Freiburg 3-2 verloren, scheiße. Oh, 2-0 zu Hause verloren, das sieht nicht gut aus momentan. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Machen wir mal bis Januar. Bis zum 1. Januar simulieren wir. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Bis zum 1. Januar. Ja, 2-1 gewonnen. Nice, so muss es sein. Es sieht leider nicht so gut aus momentan, aber ich hoffe, es wird besser. Gegen Dortmund, ja, gewonnen. Nice, so muss es sein. So muss es sein, Freunde. 1-1 ist nicht so nice, aber jetzt gegen Regensburg müssen wir gewinnen. Die sind auch ganz vorne mit dabei, glaube ich. Schauen wir mal. Schauen wir mal hier, Freunde. Meine Karriere, Job durchsuchen. Tabelle wollen wir sehen, Tabelle hier. Momentan auf dem zweiten Platz hier, nice, 25 Punkte. Freiburg 2 hat 25 Punkte, nur ein Punkt mehr als wir. Rot-Weiß Essen ist Vierter, Waldhof ist Dritter, Saarbrücken ist Fünfter. Aber wir müssen auf jeden Fall den Vorsprung ausbauen hier. Sonst wird das zu eng. Jetzt gegen Ingolstadt müssen wir gewinnen. Hoffentlich gewinnen wir das. Oh, 2-1 verloren, nein, das gibt's doch nicht. Ey, das sieht nicht so nice aus momentan, muss man ehrlich gesagt sagen. Jetzt auswärts, 1-1. Oh. Also ich bin da überlegen, ein Mannschafts-Update-Video mit VfB Stuttgart zu machen. Nach 5 Jahren, also so wie Leverkusen das nach 5 Jahren. Oh, 2-0 verloren, ey, shit. 1-1, boah, was ist denn los mit der Mannschaft hier, was ist denn los? Freunde, schreibt in die Kommentare, was ist los hier? 0-0, das gibt's doch nicht. Ja, werden locker gekündigt hier. Wir machen mal bis Rot-Weiß Essen. Simulieren bis Rot-Weiß Essen, würde ich sagen. Und gucken gleich, auf welchem Platz wir momentan sind. Schreibt in die Kommentare, auf jeden Fall verpflichten sollen, Freunde. Sonst wird's schwer, hier aufzusteigen. Ja, machen wir bis Rot-Weiß Essen hier bis hier. Ja, gucken wir mal, Transfers, Scouts, Scout-Bericht, schauen wir mal. Mittelfeld, wir brauchen Mittelfeld. Scouts, Mittelfeldspieler 31, schauen wir mal, ZOM. Ja, wir wissen aber nicht, wie gut die sind, ne, was ist das Problem? Also schreibt in die Kommentare, wie wir verpflichten sollen hier. Ja, ich meine, hier steht überall was, aber hier steht keine Gesamtbewertung von den Spielern. Wir haben hier einige Spieler auf dem Dings, auf dem Scout-Bericht, aber wir wissen nicht, wie gut die sind. Das ist das Problem. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, wen wir verpflichten sollen, Freunde.
Und ob ihr ein Stuttgart-Update-Video sehen wollt, hier im Jahr 2028, nach 5 Jahren, Stuttgart nach 5 Jahren, wo ich euch jede zweite Saison zeige hier. Sonst mit Dynamo Dresden, also es muss auf jeden Fall besser klappen. In der ersten Folge habt ihr nichts in die Kommentare geschrieben. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, wie wir verpflichten sollen. Das ist ganz wichtig. Sonst wird das nichts hier. Sonst wird das nichts. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie wir verpflichten sollen hier für die nächste Folge. Sonst sieht es nicht gut aus hier. Und was für Spiele ich noch Let's Playen sollen hier auf dem Channel. Dritte Liga, wir sind Elfter, was? Wir sind Elfter, was? Wir werden, glaube ich, absteigen, ey. Absteigen, sage ich. Wir werden auf jeden Fall. Es wird schwer. 30 Punkte hat der Zweite. Der Erste hat 35 Punkte. Ja, also alle spielen nicht so gut, ne? Irgendwie. Sieht nicht so gut aus für alle. Aber ja, würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.